Es ist soweit. Hannes und der Bürgermeister, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ein Riesenapp. Und wir fangen einfach an. Die wollen ja alle kaufen. Und dann geben sie ein persönliches Autogramm. Und sie können dann vielleicht noch sagen, für mich, von dich oder was weiß ich auch immer. Und das ist hier, sie geben immer. Und wer möchte denn jetzt? Also die Herrschaften in der ersten Reihe wollen sie eins haben. Wieder eine Dame. Muss man das bezahlen, wenn man eine Frage beantwortet haben möchte? Also, pass auf, ich bin Badnerin und ich lebe hier und ich lebe hier sehr gut. Es gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen auch die Mundart. Und ich bin jetzt mit dem Pfälzer zusammen. Und der erzählt mir immer das Probe. Er sägt mir das immer. Das sage ich immer, wenn ich da nicht und der Bürgermeister sehe, die sehen das, sage das immer ganz anders. Sagen Sie mir nur mal, wie man das sagt. Was? Sage. Der Säge. Ich sehe das. Wie halt. Sagt das? Nein, ihr sagt doch, ich habe das gesägt oder nein, sowas. Nein, sage mir nicht. Nein, sägen hat mit Sagen nichts zu tun. Und sägen, also sägen hat was mit dem Plüschbaum zu tun. Ja, das muss schon glauben, mit der Säge. Ja, das sind wir ja auch. Ja, wenn, ach, das sind Sie. Ja. Wie sagen Sie denn zum Sägen? Sägen. Sägen. Ja, natürlich, genau also, das gleiche. Sägen bringt Sägen. Genau, ja. Und Plüschbaum und Säge gibt Absägen. Zum Sägen kann man auch Sägen sagen, aber Sägen ist wieder was anderes, genauso wie Säugen was anderes ist wie Sägen. Er sägt mir's. Er sägt. Ja, jetzt haben wir's. Ja, jetzt haben wir's. Ja, so sägt man's auch. Ja, das meine ich. Aber ich genau. Ohne Strickler oben auf dem A, ohne Sägen. Ja, aber das habe ich gemeint. Also das war ein Putzunterricht von dem Schwaber, eine Badenserin, das war ja auch nicht. Badenerin. Alles unter Bürgermeister, meine Damen und Herren, hier bei uns heute bei Weihnachtsmann und Co. Die verkaufen heute für 20 Euro ihre neueste DVD. Und da kaufen sie etwas, was auch einem guten Zweck dient, mit einem persönlichen Autogramm, mit einer Widmung. Das können sie aufschreiben lassen. Für mich, von Ihnen, da kommt schon wieder eine Dame. Einfach vortreten an der Schalter, es gibt nicht mehr viel. Wir müssen nachher machen wie zu. Wir sind gerade die Letzten zum Unterschreiben. Also wenn man diesen Aufruf nicht folgt, dann sind Sie selber schuld. Kommen Sie einfach ein bisschen näher ran. Ich habe noch nie so viel Lächeln in den netten Gesichtern gesehen. Kann man die noch signieren lassen? Die ist schon für Brigitte und Reinhard. Könntest du noch draufschreiben? Brigitte und Reinhard.